Oh, also reden wir erstmal mit ihm. I hear they've got some extra fancy dorayaki at the Popo over on Tenkaichi Street. Even come in a box. Huh? Well, Genda-sensei's got a pretty big sweet tooth, if you get me. Right. I'll go pick some up. Interessant. Ich kann nicht flippern? Och Mann. Darauf. Ah, cool. Darauf habe ich mich jetzt eigentlich schon gefreut. Anhören. Detektiv Büro Yagami, Plan. Musik für die Seele. Jeder gute Detektiv hat einen alten Plattenspieler in seinem Büro. Also leg eine Platte auf und genieß deine Lieblingsmusik. Die Musik spielt so lange weiter, wie du dich im Büro aufhältst. Neue Platten bekommst du überall in Kamrocha. Schätze, ich sollte mir erst ein paar Platten besorgen. Interessant. Ansehen. Eine Umgestaltung würde dem Büro ganz gut tun. Den Raum mit Gegenständen schmücken. Ja. Ja. Packen. Cool. Wegpacken. Ach, Gegenstand wählen. Topfpflanze. Betten, ja. Betten, ja. Ach, herzlichen Speicher. Ich muss selber schauen. Ja. Gegenstand wählen. Topfpflanze. Platzieren. Beenden. Ah, ich habe nicht platzieren genommen. Okay. Dann gehen wir mal raus. Komm ich hoch? Und klar, erstmal Müll. Jemand hat mir was geschickt. Das soll ein Postkasten sein? Ich hätte das als Mülleimer gesehen. Verlangte Gegenstände. Toughness, sie. Der perfekte Drink, um etwas Gesundheit zurückzubringen. Taurina, mit diesem Drink kannst du Ex-Leiste etwas aufladen. Drückerbombe. Eine Umarmung in flüssiger Form aus natürlichem Quellwasser hergestellt. Okay. Spielpass. Ein Spielpass für VR Paradise. Für jeden Kurs braucht man unterschiedlich viele Tickets. Wetter. Schlüssel zum Detektivbüro Yagami. Der Schlüssel zum Detektivbüro Yagami. Eine Bruchbude, aber es kommt auf die inneren Werte an. Tarnungen. Keine Verkleidung benötigt. Yagamis ganz persönlicher Stil. Mit einer Lederjacke, verwaschenen Jeans und weißen Stickern. Okay. Shortcuts. Dann packe ich Torino mal darauf. Skills, Nachrichten, Kamurgo, Karte. Ansehen. Ja. Ah, okay. Es war vielleicht das, was ich gerade. Diese Taurine und so waren vielleicht da drin. Kann ich nicht mal drücken? So. Spaß. Ja, schöne Aussicht, ist es nicht wirklich. Dann gehen wir mal runter. Ne, nichts. Piep. Ne. Was? Ich erinnere mich, dass ich irgendetwas kaufen wollte. Ah. Okay. Das denke ich. Achso, doch nicht. Ich stecke bis zum Zahltag in Schulden. Zu viel fürs Spiel ausgegeben. Cool. Sowas finde ich schön. Entschuldigung, aber das muss ich jetzt einfach machen. Also, jetzt weiß man, was man von Sega hat. Sega sind Glücksspiele. Hey. Ich
möchte gerne mal spielen. Spielen. Oder denn nicht? Gott. Ich kann besser nachts als tagsüber arbeiten. Ja, das kenne ich. Das geht mir auch so. So, und dann jetzt mal ganz offiziell herzlich willkommen zu. Sie sieht genauso aus wie meine Frau, als sie noch irgendwo schön war. Nein, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Judgment Geschäftsreise. Ich komme, ich werde in diese Soblitz der Stadt gehen, okay? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Judgment, einem Spiel, wo ich eigentlich ein Detektiv spiele. Meine Tochter hat in den letzten 6 Monaten kein Wort zu mir gesprochen, mit mir gesprochen. Ja, würde ich mir mal gedacht machen. Ja, gibt es bestimmt Gründe. Ja. Ich bin mal gespannt, was das momentan, also Anfang ist, fängt echt cool an. Das Schema ist praktisch aus der Tür gefallen, so schnell wollte er in Soapland. Was ist das Soapland? Wo mein Herz ist, da bin ich zu Hause. Auch wenn es sich dabei um ein Internetcafé handelt. Okay, das finde ich schon mal cool, die Sprüche. Und eine Sache, die... Eine Sache, die... Ist nicht so... Ist das formal? Was, Simse? Verlagte? Hauptfall. Achso, es gibt auch Nebenfälle, cool. Camera Go. Shop-Mission. 0 von 407. Interessant. Smileburger. Freundlich. Was ist... Spricht heißt nicht mehr mit Leuten aus Kamerutscha. Cool. Dieses Gruppendate war der totale Reinfall. Die Weiber waren alte... Schön. Ach, ist das schön. Mann, der Kundenfänger rettet die ganze Zeit nur... Rettet die ganze Zeit nur von Brüsten. Hallo. Willkommen. Gemischter Combo. Dorayaki, gemischter Combo. 1500 Yen. Erhöhen. Was? Okay. Arigato gozaimashita. Der war Popo shoppt, shoppt schlau. Popo. Ja, wenn ich einen Laden habe, werde ich ihn auch Popo nennen. Hold on there, pal. You just bought some of them Dorayaki, yeah? Sorry, but they're mine now. Are they? Look, I've been after one of those things for days now, and you just bought the last fucking box. Can't stand for that, right, boys? Ach, komm schon. Wow. Can't argue with that logic. What was that, smartass? Straßenschläger. Um einen Wandsprung... auszuführen, sprinte auf einen Gegner zu, indem du X drückst. Aus deinem Wandsprung heraus kannst du mit einem Wandschlag ausführen, sowie Angriffe mit Dreieck oder Kreis oder X-Aktionen. Das ist ein bestimmtes Skill. Au. Bitte nicht ins Gesicht. Au. Nein. Ich möchte rennen. Fähigkeiten hochstufen. Toll, sag mir das bloß im Kampf. Du kannst SP verwenden, um Grundwerte wie Gesundheit und Angriff zu erhöhen oder um verschiedene Kampfskills zu erlernen. Für das Freischalten der Skills musst du bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Schalte bis erste den Kampfskill Finaler Stoß mit Bandsprung frei. Ich hab Zeit. Ich hab ja Zeit, also. Ja. Drücke Variante eines. Schön, dass sie alle. Ich
Also muss ich echt sagen, Anvisieren ist echt scheiße. Damn you! Have you had enough? Hey! Always getting into trouble. Captain Hamura. Captain der Matsugane-Familie, einem Ableger des Tojo-Clans. Gyoi Hamura. Humura. Boy talk here doesn't start shit without a real good reason. And that means it was you. You dumbasses jumped the wrong guy. No. You know this guy's like a son to the Matsugane patriarch, right? Know what I'm trying to say, asshole? Hey, come on, Cap. Can't we just let it be? No can do. This right here just became a matter of Matsugane family honor. I'm sorry. Kengo, you haven't met our buddy Tak here, have you? He's a guy you want to know. Hotshot detective type. Right. It's good to meet you. The boss paid his way through law school back in the day. Made him into a damn good attorney. Guy even managed to get a bona fide serial killer off the hook. Seriously? Wow, that's incredible. Right? Damn shame seeing talent like that go to waste. Huh, totally! Get this, though. The first thing that killer did when he got loose? Stabbed his girlfriend to death. Can you believe that? Oh, damn. Yep. Guy got the death penalty and everything. They get around to hanging his ass, Tak? Not yet, no. Oh, what the hell's taking him so long? Here. This is the money from that detective. The rest is yours. I already took my cut. Good. You're finally getting the hang of this whole debt collecting thing. Yeah, thanks to you. Hmm. Anyway, how's Kaito? Fine. You mind asking him something? How long is he gonna stick around? Not wise to stay in town after you get kicked out of the family. But, I can look the other way since the boss likes you so much. Speaking of... How's Matsugane-san doing? None of your damn business, I'd say. Come on, let's go. Captain Hamura, abfällig wie immer. Ich höre immer noch nicht bei Legenda Sensei. Ich soll mich mehr. Straßenkämpfe. Die Straßenkämpfe sind gefüllt mit Gaunern. Okay, Straßen sind gefüllt mit Gaunern, gnadenlosen Schlägern und allerlei anderen Schurken, die gern handgreiflich werden. Du kannst diese Schergen ignorieren und vor ihnen weglaufen oder dir. Entschuldigung. Oder dir SP und den ein oder anderen Gegenstand verdienen, indem du ihnen eine Abreibung verpasst. Wenn der Kampf aber zu lange dauert, taucht die Polizei auf. Verschwinde dann lieber, wenn du nicht verhaftet werden willst. Verbessere deine Skills. Skills wahrscheinlich. Einige Skills werden erst freigeschaltet, nachdem bestimmte Voraussetzungen erfüllt wurden. Diese Aktionen werden dir dabei helfen, die Skills freizuschalten. Skillbücher sammeln. Skillbücher bekommst du durch den Gewinn von Minispielen und als Belohnung für das Lösen von Nebenfällen. 2D-Codes erfassen. Nutze die Kamera deines Smartphones oder einer Drohne, um 2D-Codes abzufotografieren, die du überall im Kamurocho auf Postern verteilt findest. Ereignisse abschließen, Nebenfälle abschließen und Freundschaften vertiefen. Triff dich und interagiere mit so vielen Leuten wie möglich und erkunde Kamurocho bis in die letzte Ecke, um alle Skills freizuschalten. Wag dich also nach draußen und sieh dir an, was die Stadt zu bieten hat. Würde ich
Regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig. Iss dich gesund. Begib dich in eines der vielen Restaurants in Kamurocho, um deine Gesundheit wieder aufzufüllen. Wie stark sich deine Gesundheit füllt, hängt von deiner Bestellung ab. Falls dein Essen, deine Gesundheit bereits voll ist, kannst du nichts essen. Freunde dich mit den Angestellten der Restaurants an. Vielleicht servieren sie dir dann ihr geheimes Menü. Alle haben Vor- und Nachteile des Trunkenseins. Trinken oder nicht trinken, das ist hier die Frage. Die Bars und Restaurants in Kamurocho bieten eine große Anzahl an alkoholischen Getränken. Yagami wird ziemlich schnell betrunken, wenn er Alkohol trinkt. Die Ex-Leiste füllt sich schneller, wenn Yagami betrunken ist. Was? Nein, ich lach doch nicht. Es gibt mehrere Phasen des Betrunkenseins, je nachdem wie viel Alkohol Yagami trinkt. Ab einer bestimmten Menge Alkohol kann er nichts mehr trinken, bis er wieder nüchtern ist. Er kann jedoch bestimmte Skills erlernen, mit denen er mehr Alkohol verträgt und sich länger an der Bar aufhalten. Noch was? Ja, natürlich, wertvolle Informationen. Wichtig für deinen Fortschritt. Wertsachen sind wichtige Gegenstände, die du brauchst, um im Spiel voranzukommen oder um bestimmte Einrichtungen nutzen zu können. Du findest deine Wertsachen im Inventar. Navigiere dafür auf deinen Smartphone zu Gegenständen, Wertsachen. Wertsachen können nicht verkauft oder entsorgt werden. Die heißesten Plätze in der Stadt. Erforsche deine Gegend. In der Stadt gibt es viele Hangout-Spots. Orte, an denen sich Yagami Informationen schaffen kann. An solch einem Hangout-Spot kannst du neue Informationen über laufende Untersuchungen erhalten oder dich einfach mit interessanten Leuten unterhalten. Einige von diesen Leuten können zu mächtigen Verbündeten werden und dir dabei helfen, die Stadt sicher zu machen. Dafür musst du jedoch ausreichend Zeit mit ihnen verbringen. Mit Hilfe des Symbols oben auf der Karte findest du alle Hangout-Spots. Komm nochmal. Nicht? Nein? Oh. So viel habe ich lange nicht mehr getrunken. Wäre aber auch eine echt gute Party. Was ist das? Ich bin da rein. Entschuldigung. Cool. Was? Sexy Club. Wow. Warum nicht? Darf ich dich jetzt looten? Ich wollte gerade ein bisschen die Stadt erkunden. Wenn man das so nennen darf. Was ist das? Oh. Darf ich hier Müll rumsuchen? Nee, ich guck mich jetzt erstmal in diesem Etablissement an. Um. Betreten. Etage 1. Machen wir erstmal 1. Sexy Club. Ja, was zum... Hi. Entschuldigung. Hey, du kannst hier nicht einfach so reinplatzen. Genau. Und jetzt raus. Entschuldigung. Das dachte ich mir schon fast. Äh.
Wow. Also. Was ich da jetzt erlebt habe. Was kann man hier sonst nichts machen? Ich würde gerne hier was machen. Schade. Auch nicht reden? Hallo? Ich wäre gerne. Ich bin hier Inspekteur. Ich. Nicht reden. Ich möchte mich gerne etwas umschauen. Was ist das? Humpel, Humpel. Nein. Gewächter. Ja, auf Toilette darf ich natürlich nicht. Oh, da ist ein Pfeil. Ich gehe davon aus. Hallo. Sieht nicht aus, als hätte ich den Schlüssel für diese Tür. Nanu, warum geht das nicht auf? Hey, verschwinde. Wo hast du einen Schlüssel? Ein Schlüssel, wofür? Wenn du es nicht weißt, verschwinde. Was könnte da nur drin sein? Eine sehr gute Frage. Dessen Antwort ich leider noch nicht habe. Das ist. Hallo. Oh. Ich. Ja, ich mache mir jetzt mal beliebt, schmeiß ja alles um. Toll. Ich kann hier echt noch nichts machen. Erdgeschoss. Tü-tü. Ping. Was ist das hier? Ja. Alter, was? Ich gehe jetzt erstmal zur Anwaltskanzlei. Ich wurde von meinem Sohn gerettet. Was mache ich jetzt? Ach, getrennt! Gerettet. Entschuldigung. Ich mag. Oh, komm schon. Autsch. Warte. Wandsprung, Wandschlag. Wandsprung. Wenn du mit X in Richtung einer Wand sprintest, kannst du ein spezielles Manöver ausführen, mit dem du praktisch jeden Angriff abwehren kannst. X in Richtung einer Wand springen. Was ist denn jetzt los? Entschuldigung. Wandschlag. Du kannst auch während des Wandsprungs angreifen. So kannst du Gegner angreifen, die du auf dem Boden nicht verletzen kannst, und spezielle X-Aktionen ausführen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich was essen gehen. Hallo. Willkommen. Akaushimaru Angestellter. Ich hätte ein Fassbier. Nein. Miso-Suppe. Krautsalat. Gyudon. Fleischteller. Na ja, komm. Nimm mal Fleischteller. Ah, ist ja was. Fleischteller. Back to it. Arigatou gozaimashita. Danke.
Fleischteller. Okay. Ich liebe das Outfit der Drohnenliga-Empfangsdame. So süß. Boah, ich würde mich am liebsten echt die ganze Zeit umschauen, aber... Na, komm schon. Ouch. Das war's? Das war nein. Das war ein einziger? Voll Idiot. So, ich laufe mal über dich rum. Viel dumm. Oh, niedlich. Na, ich muss mal auf die Poster hier achten. Ah. Weil die haben ja gesagt, auf den Postern sollen Codes sein. Sind die versteckt oder? Also wahrscheinlich schon, aber... New York Style Hot Dog. New York Style Hot Dog. Ich sag da nicht so. Clubsticker rufe ich nicht nochmal, da habe ich gerade schlechte Erfahrungen mitgemacht. Cool. Zeit sich mit ein bisschen Kamubo auf für dein zu entspannen. Skills, genau, können wir mal schauen. Ja, wir haben verdammt wenig SP. Dafür brauchen wir ja auch SP und hier Spezial, Musikliebhaber. Hör dir mit einem Plattenspieler Musik an, um langsam Gesundheit wiederherzustellen. Lernen. Ich weiß nicht, wie man Plattenspieler benutzt. Ja, warum nicht? Neuer Skill. Gibt Intuition. Vibration wird ausgelöst, wenn die Lupe sich im Suchmodus über ein Versteck bewegt. Ah. Schlüssel zum Erfolg. Du weißt immer, welcher Schlüssel zu einer Tür gehört, die du bereits geöffnet hast. Cool. Glücklich sind... Ah, beim Schlossgang eine Trennlinie angezeigt. Ruhige Hand. Beim Umgehen eines Schlosses gegen dünne Drähte seltener kaputt. Das ist beim Schlossgang. Wenn drei Trennlinien angezeigt. Ah, okay. Beim Umgehen des Schlosses gehen dünne Drähte seltener kaputt. Cool. Kamuro. Shops. Da waren wir jetzt. Oh, es ist hell. Kunden, die mindestens 700 Yen ausgeben, erhalten einen Gutschein für ihren nächsten Einkauf. Okay. Bezwinge. Was? Akaum. Shimaru. Ah, okay. Und wie kann man sich mit den Kollegen gut stellen? Sorry. Da ist kein Gut. Echt, sieht schon echt cool aus. Also, Entschuldigung, aber... Aber eine Sache, die mich echt die ganze Zeit genervt hat, ist die Übersetzung. Die Übersetzung aus Deutsch ist nicht wirklich die beste. Wo muss ich denn? Ich möchte das mal lesen, aber es ist dann zu spät. Zur ersten Etage. Gehe zur Anwaltskanzlei Genda. Oder Genda. Genda, keine Ahnung. Hey there, Saori-san. Look, Dorayaki. Extra fancy. Ich kenne dich nicht. Where I used to work. Things haven't changed much these past 3 years. Hello, Yagami-san. Oh, hey, I didn't see you there. You, getting situated? Yes. Everyone here is just great. So I hear you're good. Passed the bar with top marks and everything. How
How'd you end up in this dump and not in a bigger office, huh? Huh? Well, you see, that's... I hear you over there, Yagami. Evening, Genda-sensei. Other than my real dad, there's two people I look up to like a father. Genda-sensei is one of those people. He gave me a job here, before I'd even gotten out of law school. Shintani-sensei out for the night? I can't keep track of that boy. I'm sure you're happy, though. You don't have to deal with him. Huh? You two can't stand each other. You hate each other's guts. Be honest with me here. Hold on now. Shintani's like a mentor to me. So, about that job you have. If you really want that job, you're gonna have to get along. So show your senpai a little more respect. Oh, Genda-sensei. I got you some dorayaki. Just sit right there. I'll grab you one. Huh? Bereits weg. Sorry? Did you eat them all? All but half. Hope you don't mind. Ja, es, so viel dazu. Say, sorry, son. Got any work lined up for me? Nope. Ah. Say, so... Nope. Hast du Arbeit? Say... Nope. Hast du Arbeit? Say... Nope. I know you're looking for work, Yagami-san, but asking you for favors feels strange. I know you're looking... Okay. Na komm, hast du was für mich? So, what are the chances you've got some work for me, Genda-sensei? Work, huh? How long are you gonna keep doing this to yourself, Yagami? You know how dangerous this city is. Wouldn't be many cases for me if Kamurocho was a safe place. Uh-huh. Cases like collecting debt for the Yakuza? Hey, better that than no work at all, am I right? You call that detective work? You're practically a mercenary. Fine by me. I was never too hung up on being a detective anyway. Listen, Yagami. Yeah? You ever thought about becoming a lawyer again? I haven't. And why is that? Take a good look at me, Genda-sensei. Hmm? These eyes aren't exactly the best judge of character. I think I made that clear 3 years ago. What use am I as a lawyer if I can't tell good from bad? Knock it off, Yagami. Stop beating yourself up. What happened to Emmy was tragic, yes, but it wasn't your fault. Doesn't matter whose fault it is. I never want to deal with something like that again. So, have any work for me? A guy's gotta stay busy, you know? Keeps me distracted from Emmy-chan and all that. It doesn't matter what you've got, just give me something. How about a divorce case? I have some evidence that needs collecting. It'll be the usual deal. Stake out a love hotel, snap some photos, tail the guy, dig through some trash. You in? I'm in. A job's a job. I give up. I'll send you the details later. And next time, don't bring a gift, you hear? Doesn't feel right taking them from guys too broke to pay for. Anything you say.